Herzlich willkommen, liebe FCH-Fans. Der dritte Tag ist mittlerweile angebrochen bei uns hier im Trainingslager in Südtirol. Und heute haben wir uns mal einen weiteren Neuzugang mit zur Seite genommen, damit der euch ein bisschen was erzählen kann. Marvin Pieringer, schön, dass du mit dabei bist. Freut mich auch, danke. Ihr kennt das ja aus den vergangenen Trainingslagern. 2 aus 3 heißt das Format. Das sollte euch bekannt sein für die, die es zum ersten Mal sehen. Der junge Herr kriegt gleich 3 Auswahlmöglichkeiten und eine davon muss er rausstreichen. Aber bevor wir wirklich damit anfangen, wollen wir natürlich erstmal über das Trainingslager an sich sprechen. Ich habe es gerade eben angesprochen, der dritte Tag. Wie ist es denn so? Ziemlich anstrengend, oder? Extrem, ja. Also wir haben jetzt gestern ja die ersten Einheiten gehabt, waren direkt mal 3 Stück. Also hat morgens angefangen mit einem lockeren Lauf zum Platz rüber und da ein paar Stabi-Übungen gemacht und dann vormittags nochmal eine sehr intensive Einheit plus nachmittags wieder intensiv. Also war direkt ein harter Einstieg, aber wird wahrscheinlich noch so ein paar Tage weitergehen. Und du hast dich wahrscheinlich auch schon gut eingelebt. Mannschaftskollegen haben dich sicherlich gut aufgenommen, oder? Ja, also war top jetzt die ersten Tage. Sie sind alle super korrekt zu mir gewesen, haben mir den Einstieg recht leicht gemacht und hoffe jetzt, die alle besser kennenzulernen und freue mich auf die nächsten Tage. Jetzt fangen wir mal direkt mit der ersten 2 aus 3 Auswahlmöglichkeit für dich an. Für die, die es nicht wissen zu Hause, du bist ja trotz deines noch relativ jungen Alters schon ein bisschen rumgekommen. Und jetzt haben wir gerade eben darüber gesprochen, wie anstrengend das Trainingslager hier ja tatsächlich ist. Und da haben wir uns natürlich gefragt, wie ist das eigentlich bei den anderen Vereinen? Wo ist es denn besonders anstrengend und wo vielleicht nicht? Deswegen mal die Auswahlmöglichkeiten aus den folgenden 3 Vereinen. Welche 2 waren denn am anstrengendsten? Wir hatten Freiburg. Da warst du, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, in der Winterpause mal mit dabei, als du in der U23 warst. Genau, dann hätten wir Schalke 04 und natürlich den ersten FC Heidenheim. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall hier. Und Schalke würde ich noch mit dazu nehmen. War auch sehr intensiv damals. Glaubst du, das liegt vielleicht daran, weil du im Wintertrainingslager mit den Freiburgern warst? Ja, das kann auch sein. Also kann ich jetzt nicht so genau einschätzen, weil ich im Sommer nicht dabei war. Aber ja, von der Intensität war es schon eine andere hier und auf Schalke damals. Da muss ich dann vielleicht noch mal auf Freiburg ein bisschen näher eingehen. Der Christian Streich, seines Zeichens Cheftrainer beim Sportclub, und der Frank Schmidt, die haben ja schon gewisse Ähnlichkeiten, sehr lange Zeit im Verein verbracht, sehr erfolgreich auch. Wie hast du den Christian Streich wahrgenommen in deiner Zeit in Freiburg? Ja, wie du schon sagst, also sind ähnlich auf jeden Fall, sind beide lange Zeit im Verein und sind, ja, gehören sozusagen auch. Also wenn man über Freiburg spricht, spricht man über Christian Streich. Wenn man über Heidenheim spricht, spricht man über Frank Schmidt. Also sind ähnlich vom Typ her, war auch immer hart intensiv im Training und konnte dann auch mal lauter werden. Aber ansonsten war ich eben so der junge Spieler damals, der aus der zweiten Mannschaft hochgekommen ist. Von daher hatte ich jetzt gar nicht so viele Punkte, wo wir uns mal längere Zeit unterhalten haben. Aber in den Gesprächen, die wir hatten, war trotzdem immer ein sehr, sehr netter, sehr nett vom Mensch her und ja, Ähnlichkeiten einfach zu hier, zu Frank Schmidt. Wie würdest du sagen, hast du dich verändert, gerade vom jungen Spieler zu dem Spieler, der du jetzt bist? Du hast es ja gerade eben angesprochen, in Freiburg warst du noch sehr jung. Ja, es ist ja immer so, wenn man als junger Spieler in die Profimannschaft hochkommt, dann guckt man erstmal, was machen so die ganzen Profis, die schon seit Jahren dabei sind, und hält sich eher erstmal im Rückraum sozusagen und ja, schaut erstmal auf die anderen und war vielleicht damals auch noch ein bisschen verschlossener so vom Typ her, und das denke ich, habe ich jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen abgelegt und ja, bin einfach ein offener Mensch und ja, versuche meine Arbeit auf dem Platz einfach zu zeigen. Das haben wir gerade eben schon angesprochen, du hast schon die ein oder andere Station hinter dir. Das heißt, du hast auch schon in sehr, sehr vielen Stadien gespielt. Das geht mit dem einher. Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Wir haben uns mal 3 Stadien rausgesucht und uns würde interessieren, welche davon dich vielleicht auch am meisten geprägt haben oder welche für dich am interessantesten
oder auch als Spieler am besten sind. Wir haben das Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen, die Felddienstarena und auch die Voith-Arena. Und auch wenn du da für den FCH noch nicht aufgelaufen bist, bist du das ja schon für andere Vereine. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Fangfrage, muss ich ja FCH sagen, oder? Absolut, also ich meine, du kannst dir jetzt sehr viele Freunde machen. Ja, das oder ist auch natürlich nicht. Die Voith-Arena in Heidenheim und klar die Felddienstarena auf Schalke, das ist schon auch nochmal was ganz anderes gewesen damals. In ein volles Stadion vor 50.000, 60.000 zu kommen, das war schon eine geile Erfahrung auch und prägt einen natürlich. Lass uns mal kurz vielleicht über die Zeiträume sprechen, die du bei den Vereinen in diesen beiden Stadien verbracht hast. Vielleicht angefangen in Reutlingen, ist ja eigentlich auch eine verrückte Geschichte, 2018 tatsächlich noch in der Oberliga gespielt und jetzt Bundesligaspieler. Hättest du dir das damals erträumen können? Ja, also der Traum war natürlich immer da und es war dann eben so, dass es so, wenn es Richtung U17, U19 ging, dann hat man immer noch in der Oberliga, vielleicht sogar Verbands- oder Landesliga, war es glaube ich sogar in der U17 oder Verbandsliga, war es glaube ich in der U17 noch. Dann war das ganze natürlich, das ganze Profigeschäft natürlich schon noch extrem weit weg und man hat vielleicht schon den, oder ich persönlich habe dann schon den Glauben auch ab und zu mal verloren, dann, dass es doch noch für ganz oben reicht, aber der Traum ist natürlich immer da gewesen und von daher macht es mich umso stolzer, dass ich das jetzt erreicht habe und dass ich jetzt demnächst hoffentlich in der Bundesliga auflaufen kann. Wobei man ja sagen muss, tatsächlich Reutlingen war sicherlich eine gute Adresse für dich. Du kommst ja aus Bad Urach, das ist ungefähr eine Stunde. Aus Metzing. Aus Metzing. In Bad Urach bin ich geboren, ja. Ja genau, da kommst du ja, oder? Ja. Also da bist du geboren, genau. Also du bist in Bad Urach geboren, kommst aber aus Metzing. Ja. Bad Urach habe ich nachgeschaut, ist ungefähr eine Stunde von Heidenheim, auch ganz in der Nähe von Reutlingen. Sicherlich gar nicht so schlecht als junger Spieler, oder? Ja, klar. Also ich habe ja sozusagen meine fast komplette Jugend seit der D-Jugend bis zur U19 damals in Reutlingen verbracht. Und es war natürlich eine gute Anlaufstelle für mich, weil es von zu Hause 15 Minuten war, dann wurde man von den Eltern gefahren oder dann später auch mit dem Zug. Ging dann auch alles schnell und ich hatte zu Hause meine Freunde alle. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wo dann wegfallen würde, wenn man auf ein NLZ wechseln würde. Aber ich war immer sehr zufrieden, in Reutlingen in der Heimat zu spielen. Und von daher kam es auch nie in Frage, eigentlich in der Jugend irgendwo höherklassig hinzuwechseln. Und dann muss man sich mal vielleicht den Unterschied auch noch mal vor Augen führen. Nun bist du nicht direkt aus Reutlingen nach Gelsenkirchen gewechselt mit ein paar Zwischenstationen, aber das muss ja eine komplett andere Welt gewesen sein. Ja, ist natürlich alles 5, 6 Nummern größer auf Schalke. Und wo ich dann das erste Mal in der Felddienstarena gegen Hamburg war damals das erste Spiel in der Saison. Ich habe zwar nicht gespielt, aber allein in die Arena zu laufen mit den Zuschauern, hatte ich wirklich Gänsehaut und es war ein einzigartiges Erlebnis damals. Und in der letzten Saison, da wollen wir natürlich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, hast du weder auf Schalke noch an der Kreuzeiche gespielt. Du hast tatsächlich ja beim SC Paderborn gespielt, warst ausgeliehen, 26 Spiele, 14 Tore, 10 Assists. Das liest sich eigentlich ganz gut, oder? Wie siehst du das? Ja, ich bin recht zufrieden mit der letzten Saison. Also es kam dann eben leider die Verletzung dazwischen, aber alles in allem war es eine sehr erfolgreiche Saison für mich und bin dann auch froh, dass ich den Schritt dann über Paderborn nochmal gemacht habe, nochmal in der zweiten Liga zu spielen. Und es hat mir, denke ich, persönlich auch extrem gut getan, einfach nochmal die Erfahrung zu sammeln und weiter zu reifen, weil so alt bin ich ja jetzt auch noch nicht. Also von dem her bin ich da sehr zufrieden, dass das letztes Jahr so gut geklappt hat. Jetzt hast du das Thema Erfahrung gerade eben schon angesprochen. Und jetzt habe ich mal nachgeschaut, du hast ja tatsächlich schon mit dem ein oder anderen Hochkaräter zusammengespielt oder zusammen trainiert. Und mich würde mal interessieren, welche dieser drei Spieler, welche zwei du da am höchsten einschätzen würdest. Vincenzo Grifo, Simon Terodde oder jetzt halt eben unsere Nummer 10, Tim Kleindienst. Ja, dann sage ich natürlich auch ganz klar Tim Kleindienst. Du darfst wirklich ehrlich sein. Also sei ruhig ehrlich. Nee, Tim, liebe Grüße. Also es ist wirklich eine Ehre, mit dir zu spielen auch. Aber ja, ansonsten schwer. Ich würde sagen Simon Terodde, weil es einfach schon eine Legende sozusagen in der zweiten Liga auch ist. Und auch auf meiner Position, dann konnte man schon auch viel von ihm lernen. Und es war schon auch eine coole Erfahrung.
Jetzt hast du Vincenzo Grifo vom SC Freiburg rausgenommen. Wie war das damals als junger Spieler? Nun hat Freiburg auch noch einige andere gute Spieler, aber gerade mit einem Mann auch seiner Klasse zusammen zu trainieren. Ja, war auch geil. Also er hat enorme Qualität einfach und ist jetzt auch schon seit Jahren einfach ein Top-Spieler in der Bundesliga. Und da schaut man natürlich dann auch hoch zu solchen Spielern. Und hat mich damals dann auch erstaunt, wie gut er dann auch im Training war und was er dann letztendlich auch für eine Schusstechnik, für eine Technik allgemein hat. Und es war schon auch cool, mit ihm zusammen dann zu trainieren. Das hast du angesprochen. Richtig guter Bundesligaspieler, schon sehr, sehr lange. Das könnte auf dich ja tatsächlich in der Zukunft auch zukommen. Aber jetzt kommt erstmal das allererste Jahr Bundesliga mit dem ersten FC Heidenheim. Wieder drei Auswahlmöglichkeiten, wie gewohnt. Welche Ziele würdest du denn gerne erreichen? Auf eins der Klassenerhalt, als zweites 10 Tore oder dann doch lieber 10 Vorlagen? Ja, ganz klar, ein Klassenerhalt und 10 Tore. Also als Stürmer will man natürlich immer Tore schießen und ich denke, 10 Tore in der Bundesliga ist ambitioniert, aber ja, ein Traum natürlich, wenn es klappen würde, aber letztendlich steht der Klassenerhalt über allem. Jetzt hast du ein bisschen mit den Jungs schon trainieren dürfen, da wird wirklich alles für den Klassenerhalt gegeben, oder? Ja, absolut, das habe ich auch in den ersten Gesprächen schon mit den Verantwortlichen gemerkt, wie enorm einfach die Euphorie hier ist, in der Bundesliga zu spielen und wie groß einfach der Wille und der Glaube daran ist, dass die Liga gehalten werden kann und dass es einfach vom Zeugwart bis zum Stürmer alle spüren und alle dahinter stehen. Und ich glaube, den Glauben hier hat jeder und von daher hoffe ich natürlich auch, dass es dann klappt. Aber man muss natürlich auch sagen, der ein oder andere große Name kommt auf uns zu, was mich zu unserer letzten Auswahlmöglichkeit für dich führt. Wir haben einmal natürlich den FC Bayern München, Borussia Dortmund und aufgrund deiner Vergangenheit den SC Freiburg. Auf welche dieser drei Teams freust du dich denn am meisten? Ja, ich glaube, ich muss da die zwei größten nehmen, Bayern und Dortmund, allein in den Stadien dann zu spielen. Das ist einfach, wird, glaube ich, richtig geil für jeden von uns. Ich glaube, die meisten haben noch nicht Bundesliga gespielt hier. Also ja, von daher freue ich mich auf die Spiele enorm. Und zumal ich ja damals auch noch nicht für die Profis gespielt habe, sondern nur mittrainiert ab und zu, dann freue ich mich natürlich auch auf Freiburg. Aber so die zwei größten Vereine dann quasi in Deutschland, das ist schon geil, dann da zu spielen. Gerade mit deiner Vergangenheit, wir haben gerade eben darüber gesprochen, 2018 noch in der Oberliga gespielt in Reutlingen und jetzt auf einmal die Möglichkeit im Signal Iduna Park oder in der Allianz Arena aufzulaufen. Verrückt, oder? Ja, verrückte Geschichte auf jeden Fall, aber ich bin enorm stolz und froh, dass es so weit gekommen ist und kann es jetzt kaum erwarten, dann, dass es losgeht. So sieht's aus. Ich glaube, alle Fans zu Hause können es auch kaum erwarten, dass es dann endlich losgeht. Vorher steht natürlich noch der DFB-Pokal an. Dann geht es am ersten Spieltag erstmal nach Wolfsburg. Da ist die Vorfreude wahrscheinlich auch groß, oder? Ja, natürlich. Also auf jeden Gegner in der Bundesliga ist die Vorfreude extrem groß. Also da gibt es keinen, wo man sich denkt, oh nee, jetzt dahin fahren. Also sind alles Wahnsinnsspiele, die wir vor uns haben und werden alles geben, da so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Na, in dem Sinne, das war doch ein schönes Schlusswort. Sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg natürlich noch. Dankeschön. Im Trainingslager mit der gesamten Mannschaft. Und für euch an dem Bildschirm gilt natürlich wie immer, schaut jeden Tag rein. Wir haben immer mal wieder was Neues für euch mit dabei. Danke, dass ihr dieses Mal zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.